Was geht hier vor? Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Sich mit mir anlegen. Die behindern meine Untersuchungen. Verstehe. Na, ein paar Tage im Bau werden sie schon lehren, keine herzoglichen Angelegenheiten zu stören. Na los! Du kämpfst nicht schlecht, Herr. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Ach, wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also? Kein Wunder, dass sie dich vertrimmen wollten. Ich muss ja irgendwie leben. Und Herr, was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment! Setz dich doch erst mal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Habe ich doch neulich erst ausgerüstet. Außerdem sind das keine Stiefel. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Da klingelt irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Bitte? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stand, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Du hast ja sorgfältig geplant. Und ob? Mir fehlt nur noch das Kapital. Ich meine, wir können es uns leisten, was so ist. Na gut, mal sehen, ob wir uns einigen können. Warum nicht? Ach, 500. Der Menge soll sich was selbst verdienen. Und 350. Das ist die Spucke nicht wert, die ich zum Diskutieren brauche. Ah, 420, das ist die perfekte Zahl. Komm. Das ist nicht so ganz. Ich weiß nicht. Was? Eine magische Zahl. Da halt nicht, dann gibt's weniger. Gehe ich runter. Kommt nicht in Frage, nein. Ach, was soll's. Gut, damit bin ich einverstanden. Tausend Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist? Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung.
Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole, wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Ja. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. Ich bin nicht ganz sicher, was wir mit dem anstellen werden. Wenn sich vermeiden lässt, würde ich den Kampf vermeiden. Also wenn sich den Kampf vermeiden... Mit dem bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die richtige Bestechung auszupacken. Das habe ich gesehen. Wir sollten nochmal meditieren. Bevor wir einen Kampf ziehen. Das wäre nicht schlecht. Meine Tränke sind auch nicht verkehrt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr alter Weg trocken seid. Da ist die rote Tür, die der Schutzbutzer erwähnt hat. Na dann, klopfen wir mal an. Und das vielleicht jetzt schon ein Ende. Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen: Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse. Ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Ja, geht schon mal vor. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Die Raben, die eben noch, die haben doch ihn schon vorgewarnt. Die geben doch Bescheid, bevor wir da sind. Ist er hier? Spürst du ihn? Also ich habe eine gute Rüstung, gut Schwerter. Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Wenn es ein Kampf sein muss. Sehen wir uns um. Ich würde den Kampf gern vermeiden. Ich suche den Spielzeugladen mit Hilfe der Hexe. Okay. Wenn es sein muss, werde ich natürlich kämpfen, aber wie lässt sich das vor ohne einen Kampf besiegen? Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Besiegen. Ich kann bei ihm einen Kampf besiegen. Räumungsbefehl. Aha. Erstmal ordentlich looten. Neulich erst repariert worden. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Nie Bananenmeister, ich wünsche mir schon ganz lange ein Spielzeug. Mama weint immer und sagt, wir haben kein Geld. Papa wird wütend, wenn ich ihn frage, wann er welches verdient. Einmal hat er sich fast geschlagen. Meine Freunde haben so schöne Spielsachen. Laura hat einen Teddy und Michelle hat
eine Puppe mit goldenen Haaren, die man ganz echt kämmen kann. Ich fürchte, ich werde nie ein Spielzeug haben, darum schreibe ich dir. Nein, Meister, ich wollte dir schon lange schreiben. Ich konnte ja nicht schreiben. Jetzt kann ich es. Wenn du ein schönes Spielzeug hast, das die anderen Kinder nicht wollen, möchte ich gern darum kümmern. Es wird bestimmt glücklich bei mir sein. Bitte lach mich nicht aus. Ich bin noch klein, aber ich weiß schon, dass Spielzeuge nicht lebendig sind. Nur in der Fantasie. Und das ist mir egal. Ich würde es sehr, sehr lieben. Das ist doch keine Spur. Fantastisch. Das ist noch nicht lange her. Niedliches Dingelchen. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie ziemlich jumpscare-mäßig. Der Klav doch noch um die Ecke kommt. Deswegen mache ich hier die Listen nicht aus. Gute Idee. Manchmal glaube ich, ich ende wie eins dieser Spielzeuge. Waffenreparaturset, nice. Können wir gebrauchen. Nicht viel, aber. Wird das mal reichen? Hm. Neulich erst repariert worden. Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Regis, kommst du mit? Geht nach oben. Das könnte eine Falle sein. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Verdächtiger Brief. Detlef van der Eretein, du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Oha. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Aha. Wer ist Renavet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen brachte. Das wird's dann wohl sein. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat. Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, Nö. Der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Überhaupt nicht. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Hat Detlef nicht nach ihr gesucht? Wenn sie doch so wichtig ist? Höheren Vampiren stehen ja einige Methoden zu Gebote.
Es hätte doch ganz einfach für ihn sein müssen. Geralt, wie du zutreffend bemerkst, sind wir Vampire, keine Wundertäter. Natürlich hat er sie gesucht, monatelang. Aber Renavet kannte ihn zu gut. Sie hat ihre Spuren verwischt und ihm keine Möglichkeit gelassen, sie zu finden. Renavet mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Wir sollten uns ihm nicht in den Weg stellen. Bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Trist, nicht Yennefer. Spiel, du verwechselst was. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Suchen wir dürfen nächste Sendung im Spielzeug gerne nach Hinweisen. Da war ich ja dabei. Ach du Scheiße. Schöne Melodie. Oh ja. Nein, gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber sie erinnert mich an zu Hause. An unsere wahre Heimat vor der Sphäre. Fuck, diese Musik. Das Werkzeug wurde neulich benutzt. Entspannt sich Detlef zwischen den Morden, indem er Spielzeug repariert? Oh, bitte nicht. Geralt, muss das sein? Diese Horrormusik geht's auf einmal. Niedliches Dingelchen. Muss das sein? Die Puppen, die auf die Puppen, die Horrormusik. Ah. Manchmal glaube ich, ich ende wie eins dieser Spielzeuge. Lass das Spiel. Neulich erst repariert worden. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Ich auch. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das Renavet? Weiß ich nicht. Ich sage ja, ich bin ihr nie begegnet. Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher, aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen. Ich würde sagen, ich habe mir die Thumbnails jetzt nochmal angeguckt, bin nochmal durch Dead Playlist gegangen. Ist das nicht, also vom Gesichtszug her würde ich sagen, vom Gesichtszug her könnte ich fast sagen, die Dame aus so ziemlich zweiten oder dritten Parts, die Kräuterfrau, die wir ganz am Anfang gefunden haben. Könnte man fast behaupten. Hast du noch weitere Hinweise hier? Da hinten. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf du Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit, ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in Nazair. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau. Dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs. Das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis, besondere Leute. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich... Ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant. Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht drauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Fassen wir zusammen, was wir wissen.
Offenbar wird Detlaff erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlaffs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Ja, das stimmt. Was soll daran nicht stimmen? Aber er hat die Morde trotzdem getan. Ich meine, er ist nicht unschuldig. Er handelt nicht aus eigenem Trieb, aber es macht ihn nicht zum Unschuldigen. Das sehe ich nicht so. Und die Herzogin vermutlich auch nicht. Ich hoffe, du überzeugst sie. Und dann? Ja. Nur nicht schüchtern sein. Du hast doch schon alles geplant. Einschließlich der Mine. Es ist ein kühner Plan, aber... Damit ist er nicht der Stuttenzieher. Wenn wir Renavet finden, können wir den Erpressern die Macht über Mörder der... Mörder ist Mörder. Kein schlechter Einfall. Entschuldigt ist er nicht. Könnte einen Versuch wert sein, aber was ist mit Detlaff? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will. Und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut, ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich. Detlaff und ich. So, Herzog Bericht erstatten und die... Und die Geliebte suchen. Oh, Stufe 41. Punkte auszugeben. Rüstungsschmelze. Investieren wir hier gut. Wein ist heilig, du so. Das eigene Zeichen verstärken, das ist gar keine schlechte Idee. Du wirst eh meistens nutzen. Wer hätte das gedacht? Die Ritter machen den Wein. Ah! So, auf zur Herzogin. Ah! Aus dem Weg. Mach Platz, hier kommt der Landvogt. Passt irgendwie. Ich meine, der hat ja von der Herzogin dieses Land, diese eine, das Weingut versprochen bekommen, also insofern. Die Zeit ist kein Schwanz, sie macht nie schlau. What the fuck? Der spricht ja im Hintergrund. Wegmarkierung. Wir laufen einfach zu Fuß zum Schloss, warum nicht? Können mal die Gegend erkunden. Mal die Gegend begutachten. Müssen das Hafenviertel angucken. Sieht hier echt nicht übel aus. Muss man schon sagen. Deine Arbeit ist sehr aufreibend, oder? Tolle Aussicht. Bist du deswegen so grau? Wird gemalt. Der Trommel gehen Sie hinterher. Ganz ehrlich, hier haben die Männer nichts als Wein und Weiber im Hirn.
Nee, ich übe. Ach, da hinten ist das Kolosseum hier, die Arena, wo wir gekämpft haben. Interessant. Schwatz mit jemand anders. Drei Wänse habe ich und in keinem davon kann ich mich zeigen. Großartig. Ich liebe diesen Ausblick. Diese Luxusprobleme, die wir jetzt hier im Hintergrund. Drei Wämse. Keiner davon ist selbst genug. Tja. Fasanerie! Hospital! Erbelüs! Ganz ruhig! Keine Schlägereien! Nur wenn jemand mich angreift. Gerald von Riva, Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Ach, endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Miltons Mörder gefunden? Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer das muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Bitte sehr, schick sie in den sicheren Tod. Sicherer Tod vielleicht für einen einzelnen Hexer. Wohl kaum für 40 Bewaffnete. 40, 50, 100. Ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Er versteht nicht, dass der wieder aufsteht. Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders, einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln, andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Am besten versuchen wir, mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet, und er möchte mit ihm schwatzen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen.
Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Deswegen geht Geralt ihn suchen. Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf denen der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat.